Hey, ich bin Timo und das sind die besten 20 Sheepies, die du derzeit kaufen kannst. Jetzt habe ich schon so viel Auswahl und merke, wow, hier hätten noch so viele weitere Parfums reingekonnt. Was ist dein Lieblings-Sheepie? In die Kommentare. Und jetzt kommen die Beweise dafür, dass gute Parfums nicht teuer sein müssen. Absolut nicht. Seid ihr bereit? Los, ab geht's. Los geht's. Platz Nummer 20 ist der L'Homme Lacoste Intense. Absolut unique DNA, top für den Alltag. Hier bekommst du Mandarine und Rhabarber. Wow, das ist unique. Auch etwas würzig, top. Kann ich nur empfehlen. Dann auf Platz 19, das ist so ein, ja, Antonio Banderas in seinen besten Jahren, ne? Skulptur. Letztens fuhr so ein Typ an mir vorbei und dachte, oh, das riecht aber gut. Das ist doch hier, ja, das war der, ne? Blumig, süß, ach, mit Orangenblüte, ist ein Teil, ja, hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber der ist immer noch top, kann ich euch immer noch absolut empfehlen. Dann ist ein Dupe, aber der ist cool, wenn du ein bisschen wartest, ne, der Dry Dawn wird richtig nice, das ist natürlich Club de Nuit Intense, man, ne, ein Dupe zum Aventus, viel Parfum für wenig Geld, mit guter Haltbarkeit, ist ja auch nicht immer so gegeben. Dann habe ich hier, Private Club, der sieht so ein bisschen ähnlich aus wie der Versace Duft Dylan Blue. Und ich muss sagen, ja, der ist auch so ein bisschen würzig, ein bisschen süß. Und, das ist so für mich so der Partyduft zum Dylan Blue, absolut, ne? Etwas Kardamom. Ach, der ist cool, ja, für wenig Geld. Den kannst du auch im Club nehmen oder wann auch immer. Und jetzt kommt etwas, also, ein Parfum, was quasi stellvertretend für viele andere ist von dieser Brand. Aber ich habe jetzt den genommen, das ist Versace Pour Homme. Genauso gut könntest du den Eros nehmen, okay? Oder The Dreamer. Versace Man Fresh auch, ja. Versace macht generell gute Parfums für wenig Geld. Ich habe jetzt hier den Versace Pour Homme genommen. Der ist einfach frisch, zitrisch, ja, mit Moschus. Riecht wie so ein Beach Boy, ne? In Kalifornien, so ein Baywatch Boy. Ja, da weißt du, wie der Hase läuft. Dann habe ich, ist ein bisschen dunkler, ja, das ist wie so ein düsterer Wald. Encre Noir, wenn ihr düster, mysteriöse, holzige Parfums mögt, dann Encre Noir auschecken. Das ist dann auf jeden Fall was Besonderes. Der hat ein bisschen 80s jetzt hier, aber trotzdem ist der top. Das ist der Jaipur, das EDP mit Vanille, Zimt. Ja, wie gesagt, ein bisschen Oldschool-Feeling. Ein orientalisch süßer Duft. Hat was von so einer Bodylotion und ist ganz schön unterm Radar. Jedenfalls, wenn man kein Parfum-Nerd ist, ne? Schade. Ach, hallo, was bist denn du? Dich kennt ja kaum einer. Chagaf, und zwar For Man, ja, von Swift Arabian. Der riecht wie so eine richtig frisch aufgeschnittene Ananas. Aventus? Nein, ne? Hier denke ich jetzt mal nicht an Aventus, obwohl hier Ananas drin ist. Absolut top für den Sommer, liebe Herren da draußen. Auch dieses Parfum, was jetzt kommt, auf Platz Nummer 12, wenn ich richtig gerechnet habe. Das ist, ich weiß, es gibt Parfums, die kriegt ihr für das gleiche Geld und habt dann mehr Parfüm drin. Ja, okay, hier habt ihr jetzt 30 ml für so 35 Euro, aber ihr habt hier einen männlichen Duft. Ja, für mich riecht er einfach maskulin, ja, durch diese nussige Note hier drin, Kastanie, und dazu sexy Vanille, Stronger With You. Das EDT gibt es auch schon so für 32, 33 Euro, kann man absolut machen. Platz Nummer 11, das ist ein Dupe zum Ombre Nomade. Ja. Platz 11 ist der, mal gucken hier, Penthouse Windsor, so herum. Ist ein bisschen mehr mit, also er ist etwas milder als Ombre Nomade, klar, aber 15 Euro, wow. Ein bisschen mehr der Fokus auf Rose, aber für 15 Euro, hammer nice. Dann Platz 10, jetzt wird es langsam spannend. Auch der hat ein paar Jahre schon auf dem Buckel, ist immer noch up to date. Das ist Rojas, ne? For Man, ein Kaffeeduft, etwas Moschus auch, was heißt etwas, ne? Schon viel Moschus. Ist auch fruchtig süß, hat hier so eine Himbeer drin. Auch den im Alltag nehmen, Büro, Date.
geht immer. Ne? Gerichtsverhandlung, ihr wisst, da wo ihr alte Parfums immer einsetzt. Platz 9, ein Dupe zu meinem Lieblingsparfum. Imagination. Also was hole ich jetzt hier raus? Den Sunrise on the Bed Sand Dunes. Das ist so Mandarine mit schwarzen Tee, geht absolut fit. Mittlerweile kriegt man den noch immer besser bei Zara. Gab ja mal eine Zeit, da war er quasi gar nicht verfügbar. Jetzt kommt, der hat so ein bisschen was von Joop Om. Ne? Süß, fruchtig, der Mont Blanc, individuell. Ich finde ihn top, riecht ähnlich zum, habe ich auch den, das Original, das heißt Original, ne? Der war zuerst da. Aber zu seinem Pendant in Sachen Nische von Creed, Original Santal. Ja, der hat ein bisschen Synthetik, aber ich will ihn gar nicht schlecht machen. Ja? Für das Geld, ja, so 35 Euro, ist der richtig top. Den kannst du im Büro nehmen. Auch der geht gerne mal auch zum Date. Also der Duft und hoffentlich auch du. Ups. So, dann habe ich hier was für den Alltag. Richtig top. Ja? Kaffee, auch etwas Leder. Ach, das ist so ein richtig cooler Männerduft. Auch für den Alltag, ja, etwas Whisky, aber den kannst du trotzdem tragen. Da denkt man nicht, dass du jetzt eine Fahne hast oder so. Ja, Halloween Man X, finde ich richtig top. Ja, habe ich auch schon einigen Damen hier gezeigt, auch diese Sarah, die hier immer war, fand ihn richtig, richtig gut. Platz Nummer 6. Der hat Power, der ist absolut bezahlbar, auch so 35 Euro. Rose Oud spielt hier eine etwas untergeordnete Rolle. Hier hast du vor allem so was Schokoladiges, Praliniges, der Chagaf Oud. Der hat richtig viel Power, damit wirst du auffallen im Club. Oh ja, oh ja, na, sexy lecker riechen geht mit dem. Platz Nummer 5. Wird euch vielleicht ein bisschen, das fällt dir alles gleich auseinander, das wird euch vielleicht jetzt ein bisschen überraschen, aber ich finde den gerade richtig, richtig gut. Das ist ein Dupe zu Gautier de, ne? Orientalisch angehaucht, süßer Duft, mit Orangenblüte und so. Ja, also ihr kennt wahrscheinlich alle Gautier de, falls der mal nicht erhältlich ist und ihr sagt, ach, das war früher alles besser und ist mir zu teuer. Hier, na, Nase ran, an Alter, mir. Richtig, richtig gut. Richtig, richtig gut ist auch Platz Nummer 4. Na, mögt ihr Dion Sauvage Elixir? Dann mit Sicherheit auch diesen Duft, der deutlich günstiger ist. Assad, ne? Auch der holzig, würzig. Die Lakritz ist hier herauszuriechen. Der hat richtig viel Power. Das Einzige, wo der halt nicht ganz so mitpowern kann, ist, wenn du das Original daneben legst, dann denke ich auch so, okay, krass, wie viel Power eigentlich Dion Sauvage Elixir hat. Aber der kann richtig gut mithalten und das für bezahlbares Geld, ist genauso sexy. Und auch der hat dieses 80s-mäßige, ein bisschen mehr Cola-Vibes hier drin. Ein bisschen orientalischer, aber für das Geld Hammer. Platz Nummer 3. Ich schwärme von diesem Schiepi ja in letzter Zeit, wie von einem Handball-Schweden-Team der Damen. Stelle ich mir sehr toll vor. Blonde, hübsche Frauen. Übrigens, in Schweden tindern. Eieiei, da wollt ihr nicht mehr zurück. Egal, anderes Thema. Das ist hier von Bentley Momentum Intense. Der sieht schon so edel aus, so puristisch, elegant und so riecht er auch. Ist ein, ich sage es mal ganz unerotisch, ein Lavendelduft. Ist süß, aber ich finde ihn absolut top für so einen gestylten Kerl. Und das ist so eine DNA, was jetzt nicht überall, ne, ihr riecht da nicht wie jeder Timo, sondern habt einfach so einen sehr eleganten Duft für den Alltag. Oh, cool, Mann. Oh, das ist echt cool. Ich rieche ein bisschen dran. Ach, der ist echt gut. Momentum Intense, kostet auch nicht die Welt, auch so 35 Euro. Und wie sage ich immer, da kannst du nichts falsch machen. Platz Nummer 2 ist auch irgendwie ein Dupe, irgendwie dann doch irgendwie nicht. Der Kamera. Meine lieben Damen und Herren, ja, Unisex und das ist auch so, ja, können Damen genauso gut tragen. Oh, ist der süß. Oh, den musst du im Winter nehmen. Ja, das riecht wie, als ob du in so eine französische Bäckerei gehst und da sind so, ja, Gebäck. Oh, ich gehe ja nicht zum Bäcker, habe ja kein Geld. Aber, oh, riecht das schön. Na, so hat was, man merkt diese Süße von der Dattel. Dann hast du so eine Pralinennote. Sehr süß, sehr sexy. Und wenn es Winter ist und du brauchst einen Date-Duft, ach, Kamera. Ne? Du brauchst dir nicht den Angel Share holen. Der ist natürlich auch toll, aber der ist auch teuer. Und der ist echt toll. Auch das Packaging und so ist voll in Ordnung, gerade für die Preisklasse. Hut ab. Platz Nummer 1. Dafür verbeuge ich mich mal ganz kurz.
so, und schnapp mir den Flakon. Habe ich so oft gebracht, aber er ist einfach am besten. Das ist Turati Blue, ne? Ja, der Hype ist einfach real. Ich habe auch das Original, Légère Tiguer, aber der kostet einfach mal 340. Der kostet jetzt um die 30, da werden ein paar sagen, ja, aber der ist jetzt 2-3 Euro teurer geworden, aber er ist immer noch gut, er hält immer noch top. Na, das ist so ein Grapefruit, Ambroxan-Duft, frisch, aber doch ein bisschen schwer, elegant, einfach toll. Und den musst du nicht unbedingt nur im Sommer tragen. Der geht auch sonst sehr, sehr gut. Ja, das ist gerade so auf Platz 1. Mein Sheepy des Jahres, würde ich sagen. Turati Blue von Afnan. Absolute Nummer 1 bei mir. Mhm. Und wie sieht es bei dir aus? Schreib mir gerne mal dein Lieblings-Sheepy. Gerne mal in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bald wieder zu einem neuen Video. Abonniert? Hast du? Hast du abonniert? Oh, zum Glück. Dann bist du auf jeden Fall ein stabiler Kerl oder eine echt super süße Dame. Denn ich habe auch 3% Dame auf meinem Kanal. Ja, immerhin. So, bis bald zu einem neuen Video. Dein Fliesentisch, der Parfum-YouTuber Timo und ich schnüffel noch ein bisschen an meiner Nummer 1, Turati Blue.